Ich habe gemeinsam mit den Schulleitungen, Lehrkräften und Bildungspolitikern dieses Landes die Schulen eröffnet und wir tun alles, damit die Schulen auch offen bleiben können. Das Testen ist dabei ein ganz wesentliches Element. Zwei Testdurchgänge haben wir gestern abgeschlossen. Am Montag war Premiere. Erstmals konnten sich Schüler und Schülerinnen vor dem Unterricht selbst testen. Gestern am Mittwoch haben wir erneut getestet. Ich möchte Folgendes hervorheben. Alle Schulen in Wien und Niederösterreich waren von ihren Schulleitungen, denke ich, hervorragend vorbereitet. Überall war genug Material vorhanden. Kleinere Teststraßen wurden im Freien errichtet, damit auch Eltern dabei sein können und konnten. Die Bildungsdirektionen haben vorher Videokonferenzen mit allen Schulleitungen durchgeführt, damit diese auch entsprechend informiert waren. Wir haben ein kleines Question and Answers Manual aufgelegt, um den Lehrkräften auch Sicherheit zu geben bei den heiklen Fragen. Wer haftet? Was soll man tun, wenn Eltern keine Tests wollen? Wie funktioniert der Test? Was macht man, wenn der Test positiv anschlägt? Und vieles andere mehr. Ich denke, und das ist mein Eindruck, es hat alles perfekt funktioniert. Unser Bürgerservice im Ministerium hat so gut wie keine Beschwerden registriert. Ich danke den Lehrkräften und Schulleitungen sehr herzlich. Vorhergesagte Katastrophen finden eben nicht statt. Und im Boulevard suchte ich diesmal den Begriff Chaos im Zusammenhang mit der Schule vergeblich. In der Berichterstattung dominierten dagegen eher glückliche Kinder, die sich freuten, ihre Freunde wiederzutreffen, und Lehrkräfte, die mit Begeisterung ihre Schüler und Schülerinnen wieder empfangen konnten. Was sind nun die empirischen Ergebnisse dieser zwei Durchgänge? In Wien und Niederösterreich waren an beiden Tagen insgesamt 198 Schüler und Schülerinnen sowie Lehr- und Verwaltungspersonal bei rund 470.000 Tests positiv. Letzteres ist die Zahl der Testergebnisse, die uns bis Mittwochabend gemeldet wurden. Wir haben gestern um 18 Uhr sozusagen mit der Meldung Schluss gemacht. Das ist in etwa 75% des Auszählungsgrades aller Schulen und Schulen. Also es wird noch ein bisschen mehr werden, wenn 100% der Schulen ihre Ergebnisse verlautbart haben. Dann werden wir sicherlich mehr als 200 Schüler und Schülerinnen oder Lehrkräfte, die als positiv gemeldet wurden, registriert haben. Ich muss ganz klar sagen, wenn wir nicht getestet hätten, hätten wir diese rund 200 Personen in der Schule. Sie hätten es selbst gar nicht bemerkt, dass sie infiziert sind. Und sie hätten möglicherweise andere angesteckt.